So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und heute ist der letzte Tag, wo Viridium da ist. Und der Bob ist auch heute am Start, denn ich wollte ja mal so einen Viridium Duo Raid ausprobieren, aber nicht mit zwei Handys. Das machen ja nur Leute, die keinen Bob an der Seite haben. Wir haben aber den Bob gefunden. Zufälligerweise stand er hier. Also haben wir gesagt, komm, wir machen heute mal ein Viridium Duo Raid zum Abschied. Denn ab heute Abend gibt es dann Heatran, Heatran, wie auch immer. Deswegen müssen wir unbedingt noch Viridium zu zweit probieren. Wenn ihr das schon probiert habt, schreibt es mal rein. Soll ja einfach sein. Aber ich glaube, Heatran ist bestimmt trotzdem einfacher als Viridium. Das haben wir damals ja schon immer geschafft. Da habe ich seinen Account manchmal mitgenommen, habe da Duo-Raids gemacht. Dann habe ich ihm einen 100er gefangen. Ich habe immer noch keins. Jetzt kommt das ja auch zurück, auch als Shiny. Das wird richtig fett und saftig und leidend gleichzeitig. Na, wer bin ich? Nein, auf jeden Fall. Wir werden jetzt die Teams schnell zusammenstellen. Wir müssen uns ballen, der ist nämlich gleich weg. Und wenn wir es verkacken, weil der kein richtiges Team zusammenstellt, suchen wir uns einfach einen anderen und machen den. Vorausgesetzt, der hat noch einen Pass. Aber wir sehen uns gleich zurück. Wir stellen jetzt ein und dann gucken wir mal, ob wir das schaffen zu zweit. Das wäre doch hier lachen, ne? So, da sind wir zurück. Der Bob hat jetzt sein Team ausgewählt. Ihr werdet auch gleich mein Team sehen. Wir gehen einfach mal auf die Lobby. Dann zeige ich euch mal, was ich habe und was er nicht hat. Und dann denke ich mal, wir werden kläglich scheitern. Vorbereitung gleich null. Wir drehen erstmal die Arena. Wir stellen euch dann hier ab. Er nimmt auch mal seinen Bildschirm auf. Ich nehme ja meinen auf. Wir werden dann die Bildschirme einfach drauf lassen und gucken, ob wir das so schaffen. Hier, Durikan steht da wie so ein Homo. Aiwa Schaf steht daneben wie der gleiche Homo. Ich habe jetzt, es empfiehlt schon das, was ich eigentlich auch nehmen möchte. Ich habe mir nämlich eins erstellt, weil Flug soll ja am besten sein angeblich. Deswegen habe ich mein Lavados mit Flugattacken ausgestattet. Er hat nicht mal ein Lavados. Dann habe ich hier Rayquaza drei Stück hochgezogen, 200er, ein 96er, auch mit Flugattacken. Das nehmen wir mit rein. Er hat auch ein Rayquaza dabei, richtig genial. Ein Grammchef habe ich hier. Hast du da gar nicht drin, oder? Hätte er noch nehmen können, hat er nicht. Dann habe ich ein Ho-Oh, warum auch immer. Das ist mein Wechsel-Pokémon. Wenn das kommt, will ich schnell raus und will auf das zweite Team wechseln. Weil ihr wisst, wenn alle sechs tot sind, bei euch und eurem Partner, und ihr beide zusammen in die Lobby fliegt, dann kriegt der Boss wieder Energie dazu irgendwie und dann dauert das natürlich länger. Deswegen, wenn ihr so Duo-Raids seht, ist meistens einer dabei, der nur ein 5er-Team hat, mit dem er reingeht, während der andere ein 6er-Team hat und dass der erste wechselt, reingeht und wenn der andere tot ist, der schon wieder drin ist mit dem neuen. Als zweites Team habe ich mir dann noch zwei Lugia gegönnt, auch mit Flugattacken und dann den Rest Mewtwo mit Psycho-Attacken. Er hat auch kein Lugia hochgezogen. Er hat noch einen Dragoran reingeholt. Könnten wir vielleicht auch nehmen mit Flugattacken. Aber zwei Teams müssen erstmal reichen. Vielleicht schlägt es ja dann noch was Drittes vor. Wir stellen euch auf jeden Fall jetzt erstmal hier irgendwo ab. So. Sieht das gut aus? Weiß ich nicht. Sieht komisch aus. Magst du mal hier rumkommen? Sieht man zwar eh nicht, wenn du dich hier auf die Seite stellst. Ich stelle mich auf die Seite. Und dann sieht man uns ja eh nicht, weil wir blenden das ja so ein. So, hey! Nee, auf jeden Fall geht's jetzt los. Ihr habt ja eh die Bildschirme da und seht dann nichts. Gleich geht der Bildschirm aus, weil die Nase draufhängt. Junge, Junge, Junge. Vor allem, wir haben es die ganze Zeit mit 6, 7 Leuten probiert und hatten, was weiß ich, 100 Sekunden übrig. Junge, da kommen die Poke-Polizei. Macht mächtig Lärm für den Duo-Raid. Ich dachte immer, du hast bessere Teams. Hätte ich dir einen anderen Account gegeben und gesagt, hier mach mal mit und tu so, als wäre es deiner. Wäre besser gewesen, ja. Ach Quatsch. Wir werden es schon schaffen irgendwie. Hier glaube ich dran. Guck mal, bei vielen anderen, die kann man zu zweit schaffen. Da sind die Männchen rot angezeigt. Und da ist in der Vorschau, ist bei zwei Leuten es orange. Also müsste es ja eigentlich locker zu zweit gehen. Auch wenn ich es jetzt noch nie ausprobiert habe.
Also, ihr macht es doch Spaß, zu zweit blöd rumzustehen, statt alleine. Dass die Leute denken, ah, die schreiben sich bestimmt gegenseitig. Guck, der eine schreibt dem anderen und der schreibt zurück. Denk dran, wenn es gelb ist und noch nicht bei 150, dann wird das nichts. Sieht aber gut aus, denn es dürfte jetzt gleich schon gelb werden. Bei spätestens 180 wird es gelb kommen. Oh oh. Und nein! Ja, wir sind aber trotzdem noch über die 150, also das sieht gut aus. Wenn wir theoretisch genau mit dem gleichen Team weitermachen können, dann wird das richtig brutal. Ich muss 100 Pokémon wiederbeleben, da finde ich die nicht. Ja, bei dir sehe ich schwarz. Vielleicht schlägt es ja trotzdem was anderes vor und du kannst mit dem Vorgeschlagenen einfach weitermachen und ich wechsle auf das andere und dann, wenn das nichts wird, müssen wir es halt mit Wiederbeleben probieren. Hier, jetzt ist die Hälfte und guck mal, wir liegen richtig gut, oder? Hast schon gesehen, habe jetzt die 1000 Abonnenten erreicht. Ich habe noch nicht mal dein Video angeguckt, wo ich drin bin. Deswegen wollte ich heute Abend vielleicht einen Livestream machen und mich bedanken. Was für tolle Fans ich doch habe, die sich extra Fake-Accounts machen, um mir Abonnenten zu geben. Ja, nein, keine Ahnung. Die ganze Zeit ist es immer bei 85 rumgewuselt, dann wieder auf 80 runter, dann wieder auf 83 und jetzt ist es plötzlich, bumm, voll. Irgendwas läuft da falsch. Guck mal, wir haben immer noch das erste Team, oder? Nee, du hast dein Dragoran ist dein letztes, oder? Ich glaub schon, ja. Wie, du stirbst vor mir. Ich bin doch der zuerst raus muss. Dann hoffe ich, dass das Dings noch ein bisschen überlebt. Oh mein Gott. Ich bin scheiße, ey. Es ist tot? Gut, ich habe nämlich noch eins. Geh einfach rein mit dem, was es vorschlägt. Vielleicht passt es ja trotzdem. Nicht. Glurak kann auch Flugattacken. Ist es wenigstens sehr effektiv? Nee, oder? Na doch. Ja? Hey, jetzt hat es bei mir erstmal Kramchef rein. Ich dachte, jetzt kommt schon das andere Ding, aber wenn es jetzt erstmal Kramchef reinnimmt, dann habe ich ja das Ho-Oh immer noch hinten dran. Nein, Kramchef ist tot. So, was mache ich jetzt mit dem weiter? Ja. Ich meine, das ist ja auch, macht ja auch Psycho-Sondersensor und dann mit einer Flugattacke drauf, wenn es seinen Flugmove überhaupt durchbringt. Komm, das sieht gut aus. Noch einmal die Ladeattacke und dann haben wir das im Sack. Schnell! Hör auf, Moves zu machen. Gut, das macht nicht wirklich Schaden, glaube ich. Also S bei uns. Oh, nochmal die Ladeattacke. Nachdem ich es eben schon fünfmal gesagt habe. 20 Sekunden. Bob, mach was. Oh. Richtig fett, richtig brutal. Guckt euch das an. So muss das sein. Ne? Hier ist nicht richtig. 3 Sonderbonbons, eine Lade-TM, 12 Beleber. Ach, ihr seht ja die Belohnungen. Moment, Auto. Da wird sich auch denken, was machen die da mit der Kamera? Und hast einen Shiny, ne? Spaß. 16 Bälle. Geil, das ging schnell. Über 21, ich glaube 21. Wir gucken einfach mal in die Go-Tool-App, das machen wir ja immer. Das war auf jeden Fall trotzdem ultra knapp. Aber, wie gesagt, der Bob hat ja auch nicht die krassesten Teams am Start gehabt. Trotzdem haben wir es geschafft. 17, ach nee, Wetterboost, 21, 59. Müsste es haben, hat es aber nicht. Wie viel hat deins? Ich sehe es ja nicht. 21,11. Ihr seht das schon, ich nicht. Richtig genial. Der Bob fängt jetzt mal seins, ich fange meins auf jeden Fall. Hat geklappt. Ich musste nicht mal ein zweites Team nehmen. Beim sechsten Pokémon ist es down gegangen. Sein ganzes Team ist verreckt, jämmerlich. Aber er hat einfach dann das nächste genommen. Glurak ging mit rein. Glurak hatte auch wenigstens Flugattacken. Hat geklappt. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, wir müssen da noch ein bisschen was ändern. Und hat doch Spaß gemacht, oder? Ab morgen dann Heatran, Heatran, wie auch immer, als Shiny. Da gibt es bestimmt auch wieder viele, die da Duo-Raids machen, die sich da schön ein Shiny gönnen. Habt ihr das
zum Beispiel wieder Terrakium sagen. Das Viridium als Duo gemacht, schreibt's mal rein, wie viel Zeit hattet ihr? Und hattet ihr auch einen Bob an eurer Seite, der euch geholfen hat? Das war's, glaube ich, von unserer Seite aus. Das fange ich jetzt heimlich, damit ihr nicht seht, wie es flieht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses und Bob. Okay. Gut, ich muss nochmal zurückkommen. Das hätte ich nicht gedacht. Jetzt habt ihr das live gesehen, beziehungsweise seht es jetzt. Ich habe gesagt, ich fange das beim Anschluss, wenn wir fertig sind. Hab geworfen. Er hat gerade seine Attacke gemacht. Der Ball ist also abgeprallt. Der Ball wäre einfach verloren gewesen. Und dann kam das Lavados, das erste Pokémon, was drin war. Und hat einfach einen Kopfball gemacht, hat aufs Viridium geschossen, einfach fabelhaft getroffen und es war drin im ersten Ball. Richtig genial, so müsst ihr das machen. Und eigentlich dachte ich ja bis heute, habe ich Lavados auf Best Buddy, dass der eben auch mit WP-Verstärkung und besseren Werten antreten kann. Hat nicht geklappt, morgen wird er dann Best Buddy, ist leider den Tag zu spät, weil morgen ist das ja nicht mehr da. Und dann war alles umsonst. Aber egal, Lavados, richtig genial, das war ein Abschluss, einen Tag vom Best Buddy. Mit dem Kopfball das Viridium gefangen. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, hier habe ich es natürlich eingeblendet. Richtig geile Sache auf jeden Fall. Das war es aber jetzt wirklich von meiner Seite aus. Ich glaube, der Bob fängt immer noch. Nee, er fängt nicht, alles gut. Was hast du eigentlich für einen Buddy? Ein Carbador. Carbador! Ob das Carbador auch Kopfbälle kann? Das wird doch zerdrückt vom Ball, oder? Egal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.